Boron zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Ganz einfach. Sehr gerne, ihr habt bestimmt das Richtige für euch hier. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch natürlich auch das eine oder andere lehren. Okay, das ist großzügig. Was könnt ihr mir denn beibringen? Aber ich wollte doch gerade den... Ich wollte doch gerade den Quest abgeben. Boron zum Gruße. Einige, wie kann ich euch behilflich sein? Konnten von mir geläutert werden. Von nun an werden die Tote endlich wieder ruhen. Im darauffolgenden Kampf ums Leben. Ich habe ihre Beute an mich genommen. Ich denke, bei euch wird sie am besten aufgehoben sein. Oh. Für euer Vertrauen. Ich werde dafür sorgen, dass alles wieder an seinen angestammten Platz kommt. Leider kann ich euch nicht für euren Edelmut belohnen. Das macht gar nichts. Wir haben uns in den Grüften selbst reichlich bedient. Also von dem her. Dass ihr es so seht. Worüber möchtet ihr sprechen? Ich habe Gutes zu berichten. Alle 8 Grüfte konnten von mir geläutet werden. Von nun an werden die Toten endlich wieder Ruhe finden. Ihr habt Moorbrück einen großen Dienst erwiesen. Ich danke euch vielmals für euer entschlossenes Handeln. Nehmt diese Dukaten als bescheidenen Dank. Das ist aber nett. Aber gerne ein guter Tausch. Bitte nehmt das Weihwasser. Okay. Worüber möchtet ihr sprechen? Das nervt mit der Maus. Das nervt echt, wenn ihr dann einfach Dialoge überspringt. Ach, schon wieder. Was könnt ihr mir denn beibiegen? Heilkundig Gift, okay. Naja, ist jetzt nicht so. Mann, das nervt gerade. Boron zum Gruße. Wie kann ich euch behilflich sein? Pfeile, Spitzhut. Ach, verkaufen wir einfach mal den Krempel hier. Sehen, Ulmholz, 30. Und das lang da auch dicke. Murmeln, ach, was alles für Scheiß hier haben. 5 Silber, okay. Den Tellerhemd, der kommt auch mal weg. Die Teile. Sandstein, die können wir noch brauchen. Bronzene Beinschienen. Backen, Helm. Wow, wir haben ja fast die 100 Dukaten geknackt. Ich freue mich. So, was haben wir hier noch? Die 10 Bolzen, die behalten wir mal. Den Stab, den werde ich... Nein! Ach Gott, ey! Ein Heller, den werde ich auf keinen Fall verhökern. Lass das mal vor Grimm machen. Bis ich weiß, was ich mit ihm anstelle, oder ob der tatsächlich keinen Wert hat. So. Muss ich jetzt das ganz vorsichtig auf die Maus drauf ditschen. Weil nicht, dass ich da irgendwas verhökert, das ich eigentlich noch haben will. Okay, was haben wir hier sonst noch? Haumesser, Wahnsinn, ist die voll. Quellwasser. Ah, Alkohol könnten wir uns da mal ein bisschen zulegen für Tränke. Viel Karten, wenn es geht. Quellwasser. Legen wir uns auch mal zu. Einfach bloß, damit wir da ein bisschen was dabei haben. So. Oh, fein. Rezept Gullmundtee. Klugheitselixier. Das ist aber schön. Rezept anwenden. Rezept Heiltrank, Wirselkraut. Talentwert 9, okay. Eine Instruktion, um einen Heiltrank höherer Qualität herzustellen, okay. Zaubertrank, Allraunpulver, oh, der wird teuer. Was haben wir hier sonst noch? Rezept Wundpulver. Einbeere-Rezept anwenden. Ardus Heldenfrühstück. Okay. Einbeerensaft. Okay. Zutaten fehlen. Lass das mal vor. Dann gehen wir mal zu Gasthaus. Ach, halt mal. Hat die jetzt noch offene Quests für uns? Boron zum Gruße. Für dieses Dorf getan. Alles andere liegt nun in den Händen der Seelen dieses Dorfs. Okay. Worüber möchtet ihr sprechen? Gut. Fall erledigt. Gibt nichts mehr von ihr zu tun. Wir haben jetzt hier fast alle
fast alles erledigt. Bevor wir abhauen, wollte ich dann nochmal mit Bredo sprechen. Der... Wo hockt denn der? Hockt denn... Ah ja, da wird er hocken, ne? Und genau, unsere Moorleich. Unsere Pseudo-Moorleich. So. Aber dass er sich in der Zwischenzeit nicht mal gewaschen hat. Da seid ihr ja. Hm. Was hast du denn alles dabei? Ach ja, eigentlich im Endeffekt nichts. Okay. Ich wollte bloß mal vorbeigeschaut haben, weil es ja hätte sein können, dass er noch irgendwas Wichtiges für uns gehabt hätte. Aber so. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt mal richtig gespannt, was Talia uns da eingebrockt hat oder ob sie ihr Versprechen sogar hält. Also ich würde sie ja schon so einschätzen, dass sie uns dann das Habe wiedergibt. Aber da müssen wir mal schauen. Noch wer? Verdammt, ausgerechnet mich, den guten Schotterbier, hat man gestohlen. Bis auf den letzten Heller. Es war diese Frau, Talia, oder wie sie heißt. Ihr wart doch mit dieser Diebin zusammen. Ich sah sie noch in Richtung Alte Mühle flüchten. Wenn sie dort durchs Moor zu entkommen versucht, ertrinkt sie womöglich und all mein Geld ist verloren. Ihr müsst sie aufhalten und die Beute zurückbringen. Okay. Diese kleine... Gut, ich werde ihr nachstellen. Haha, schön. Ach, wie geil. Naja, aber wenn ihr ganzer Plunder verschwunden ist oder immer am Verschwinden ist und ihn versteckt hat, dann, ja, wird er vermutlich schon weg gewesen sein, als der Fluch gelöst worden ist. Und von diesem her hat sie dann doch versucht, ihr Versprechen zu halten. Gut, dass er den Schotterbier beklaut hat, naja. War jetzt zwar nicht so pralle, aber was hätte sie auch sonst tun sollen? Ah ja. Psst, hier drüben. Da seid ihr ja endlich. Ah ne, ach, scheiße. Ihr müsst mir glauben, ich hatte alle sowas von Speckschens haben noch übrig, war gleich in der Nähe deponiert. Leider war der Fluch schneller als ich und nun ist alles fort. Nur das leere Schmuckkästchen war noch da. Sein Inhalt und einige andere Erinnerungsstücke hat sich der Fluch geholt. Da ich aber nicht wollte, dass ihr leer ausgeht, habe ich kurzerhand für Ersatz gesorgt. Hier, nehmt. Es sollte euer Mühen mehr als entschädigen. Ihr hustet mit einem Mal nicht mehr. So schnell gesundet? Also beraubt ihr den nächsten Wirt und überreicht mir das schmutzige Gold und eine leere Schatulle? Weshalb sollte ich dieses Gut annehmen, wo ich schon euer erste Beute in ihrem Besitz zurückgegeben habe? Warum müsst ihr nur so ehrlich sein? Konntet ihr es nur so weit bringen? Also gut, wenn ich genug Gold besammen habe, werde ich euch finden, falls Sortum der richtige Name von euch ist und ihr in Ferdok ein Domizil oder eine Anlaufstelle habt, nehmt sie mir und ihr werdet sehen, dass ich euch nicht schuldig bleibe. Sortum ist mein richtiger Name und ich wohne im Haus direkt gegenüber vom Praios-Tempel in Ferdok. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde vorbeischauen. Nur wann, kann ich nicht sagen. Für ein Mannsbild habt ihr bei mir einen sehr positiven Eindruck gemacht. Ein Grund mehr, euch nicht zu übervorteilen. Lebt wohl. So ein Kompliment hört man auch gerne. Lebt wohl. Ach ja, wie schön. Ach ja. So, aber dann haben wir es jetzt wohl endlich, oder? Nee, halt, wir müssen die Kohlen zurückgeben. Wir sind doch immerhin ehrliche Leute und vielleicht winken da ja noch ein paar EP, die wir jetzt wieder dringend brauchen können, oder? Ja, ich habe vorhin, wie gesagt, ein bisschen geskillt und von dem her, ja. Ich wollte mir unbedingt für ihn dann noch Sonderfertigkeiten holen, für Meister Zwergi, den... Entweder Schnellladen oder den Meisterschützen. Ich glaube, den... Genau, Meisterschütze. Schnellladen haben wir ja schon. So, dann gehen wir mal.
Hallo? Es ist noch... Ja? Bitte findet diese diebische Elst. Ich kann gleich ins Moor springen. Ich konnte sie einholen und auch das Diebesgut wiedererlangen. Doch ich habe sie laufen lassen, da euch allein am Geld etwas lag. Ihr habt das Geld. Wunderbar. Soll diese Diebin doch in einem Erdloch verschwinden und dort vermodern. Hier, ich hoffe, es ist alles da. Mal sehen. Ja, sieht so aus. Tja, ein kleiner Teil fehlt, aber nur sehr wenig. Den Verlust kann ich innerhalb eines Mondes wieder reinholen. Beklagen werde ich mich bestimmt nicht. Vielen Dank. Ja, das ist mal nett. Keine Ursache. Jetzt aber zu eurer Belohnung. Ich habe beim Suchen nach Hinweisen im Zimmer der Diebin ein Schmuckstück entdeckt. Ah, genau gesagt eine Goldkette. Sie lag achtlos hinter dem Bett, als ob diese Talia sie in der Eile verloren hätte. Vermutlich ist ein weiteres Beutestück. Okay. Bitte nehmt die Kette und noch dreieinhalb Dukaten für eure Mühe. Nicht, dass ich knausrig sein will, doch der Schaden, den mir die Diebin zugefügt hat, war nicht unbeträchtlich. Vielleicht ist der Schmuck ja ein kleineres Vermögen wert und ihr seid fein raus. Ja, gerne. Ach, ich hasse es, wenn es abbricht. Narf! Ah, okay. Die Nüller? Nee. So, dann... Warum ruckelt das jetzt alles? Nehme ich zu lang auf? Das sollte eigentlich nicht so sein. Mein Rechner sollte das jetzt eigentlich mittlerweile aushalten. Die neue Mühle ist doch gar nicht mal so schlecht, was Hardware angeht. Möchte ich mal meinen. So, und jetzt ab nach Ferdok und dann beende ich mal die Aufnahme. Wenn wir wieder heil in Ferdok zurück sind. So. Reisen für Sintum Kosch. Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkehren können. Ja, möchte ich verlassen. Avestrol, Moorbrücker Sümpfe, Ferdok Preisplatz, Ardus Anwesen. Avestrol können wir natürlich nicht. Ardus Anwesen. Was? Latsch, 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 latsch. Immer schön eine Straße lang. Es ist gar nichts passiert auf der Reise. Ich wundere mich ja direkt. Wahrscheinlich nicht mehr bloß zu den Hinreisen. So. Ardus Anwesen. Verwalter Wirwosch, hallo. Zu Diensten? Ja, hä? Ach Mann! Ist von ihm das also... Ja, okay. Schlüssel ist verschwunden. Naja, okay. Ach, aber endlich mal wieder zu Hause zu sein, das tut richtig gut. Jetzt würde ich mich gerne irgendwie an ein prasselndes Feuer setzen, ganz gerne. Und die Füße hochlegen. Ich hoffe, Salina geht es gut. Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, sie so alleine zu lassen. Hallo, Dranor. Na? Wie kann euch der gute Dranor aus der Patsche helfen? Doch keine Ahnung. Sicher. Euch bin ich doch gerne behilflich. Okay. Ist die Elfe jetzt eigentlich auch hier? Ich weiß gerade gar nicht. Hier sein müsste sie ja, oder? Also das hier jetzt Dranor, der da steht. Ja. So. Dieser Baum ist wunderschön. Sein Schatten spendet Trost und Frieden. Ah. Das klingt doch schon mal sehr nach Elfe. Kuckuck. Miau. Hallöchen. Sanyasala Feyama. Was wünscht ihr? Ja, erstmal eine kleine Unterhaltung. Ich will euch gerne antworten, wenn ich kann. Das ist aber lieb von dir, Gwendala. Könnt ihr mir bitte noch einmal berichten, wie ihr in der Vergangenheit von Moorbrück erfahren habt? Ach nee. Oh, nichts weiter. Ich glaube, da mache ich mal eine eigene Folge draus und beende jetzt tatsächlich mal die Aufnahme. Weil, ja, es ist dann doch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seit ich gestartet habe. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht und dann sieht man sich demnächst mal wieder. Also, ciao!